Betrifft Geschichte. Vor 30 Jahren endete mit der Wahl Nelson Mandelas zum Präsidenten die Apartheid in Südafrika. Internationale Anti-Apartheid-Bewegungen hatten dazu beigetragen, Druck auf die weiße Apartheid-Regierung in Südafrika aufzubauen. Unter anderem mit Hilfe von wirtschaftlichen Sanktionen. Eine davon ist wahrscheinlich vielen ÖsterreicherInnen noch in Erinnerung: der Aufruf zum Boykott südafrikanischer Früchte. Die ehemalige Aktivistin der Anti-Apartheid-Bewegung Österreich, Eveline Martin, erinnert sich anhand eines Fotos an eine der vielen Aktionen im öffentlichen Raum. Es ist ein Wurm, der aus Menschen besteht und viele Köpfe hat. Und wir haben damit symbolisiert, der Wurm ist drin im Obst aus Südafrika, kauft also kein Obst aus Südafrika, er unterstützt damit das Apartheid-System. Da waren 7, 8 Frauen, die sich da in dem riesen Leintuch verborgen haben. Und es war einfach lustvoll und fröhlich auch. Ein erschütternder Augenzeugenbericht der Evangelischen Weltmission über die alltägliche Ungerechtigkeit in Südafrika hatte die evangelische Religionslehrerin zum österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik ÖIE und zur Anti-Apartheid-Bewegung geführt. Eveline Martin wurde in den Aktionsgruppen Frauen gegen Apartheid und Früchteboykott aktiv. Früchte deshalb, weil diese sogenannte Politik im Einkaufskorb dadurch bewusst gemacht worden ist. Es gab in Österreich damals die berühmten Outspan Orangen und Granny Smith Äpfel in fast allen Supermärkten und ja, kaum jemand hat das irgendwie in Zusammenhang gebracht mit den politischen Situationen in Südafrika. Und das war aber gleichzeitig unser Ansatzpunkt, weil wir versucht haben, darauf hinzuweisen, dass mit dem Konsum, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber auch das Apartheid-System unterstützt wird. Und gleichzeitig auch zu verbreiten, dass das auch von den Betroffenen, die unterdrückt werden, die Solidarität erbeten wird von der internationalen Welt. Wir haben dann sehr einfache Aktionen gestartet, sodass wir auf den Naschmarkt zum Beispiel gegangen sind mit sogenannten Sandwich-Plakaten, die wir uns umgehängt haben und da drauf ist gestanden, kauf kein Obst aus Südafrika, du unterstützt damit die Apartheid. Und dazu haben wir Faltblätter vorbereitet, die wir den Leuten dann in die Hand gegeben haben. Die meisten haben eigentlich nichts davon gewusst, aber es hat schon Käufer, Käuferinnen am Naschmarkt gegeben, die sehr wohl wussten, was in Südafrika sich damals abgespielt hat. Es war in der Öffentlichkeit in Österreich kaum etwas eigentlich zu finden. Und insofern war diese Aktion dann schon ein Erfolg. Wir haben dann auch viele Unterschriften gesammelt. Ein nicht so angenehmes Erlebnis war, als ich einem etwas älteren Herrn das hingehalten hat und er hat mit der Faust auf das Blatt zurückgeschlagen. Gleichzeitig haben wir auch dann versucht, die Handelsketten zu kontaktieren. Der Konsum vor allem, und der Konsum hat natürlich eine besondere Rolle gespielt, weil der ja von der Gewerkschaft mehr oder weniger strukturell getragen wird und das war natürlich dann auch eine Zielrichtung, mit denen in Kontakt zu kommen. Also nicht nur jetzt die Konsumenten anzusprechen, sondern auch die, die an der Quelle sitzen. Wir hatten in unserer Gruppe auch einen sehr prominenten Schauspieler, den Otto Taussig. Wir sind zum Beispiel bei der Vollversammlung vom Konsum einmal gestanden mit Informationstisch und er hat die südafrikanischen Früchtedosen besorgt und hingestellt und wir haben anhand der Preise und der Früchte und so weiter und was damit unterstützt ist sozusagen und das unterstützt auch der Konsum. Das war schon eine menschlich auch schöne Begegnung, dass man auch mit Menschen zu tun hat, mit denen man sonst eigentlich kaum in Berührung gekommen wäre, mit dem gleichen Ziel, mit dem gleichen Engagement, wo es um Menschenrechte geht und den Einfluss der Wirtschaft auf die Menschenrechte. Der Früchteboykott bot dem Österreicher und der Österreicherin die greifbarste Handlungsoption an. Wirtschaftlich wesentlich mehr ins Gewicht als das Obst fiel allerdings das Importverbot für südafrikanische Krügerrandmünzen, die noch 1983 im Wert von etwa 5 Milliarden Schilling eingeführt wurden, sagt Walter Sauer, ehemaliger Vorsitzender der Anti-Apartheid-Bewegung. Krügerrand-Medaillen
wurden in Österreich mehrwertsteuerfrei verkauft. Das heißt, billiger als zum Beispiel in Italien oder in der Bundesrepublik. Und daher war Österreich für Südafrika ein Großabnehmer von diesen Goldmedaillen, die zur Finanzierung des südafrikanischen Budgets gedient haben. Und erst 1985, nachdem die meisten anderen Länder schon Sanktionen gegen Südafrika verhängt hatten und nachdem sich viele Banken aus Südafrika zurückgezogen hatten, hat dann die österreichische Regierung ebenfalls ein erstes Sanktionenpaket verhängt und 1986 dann ein zweites. Das war der dritte Teil eines Rückblicks auf die Anti-Apartheid-Bewegung in Österreich. Es erzählten Eveline Martin von den Aktionsgruppen Früchteboykott und Frauen gegen Apartheid sowie der Historiker und ehemalige Vorsitzende der Anti-Apartheid-Bewegung Walter Sauer.